Hallo ihr Hübschen, heute kommt ein Video, das mache ich auf Wunsch einer Abonnentin. Die hat mich gefragt, ob ich mal ein Video machen kann über meinen Schminkkasten oder über meine Tagesschminke, die ich so am häufigsten benutze. Und da habe ich mir gedacht, machst du das mal? Ja, hier habe ich normalerweise mein Zeug drin, das ist jetzt leer, das Kästchen. Weil ich das mir alles hier ausgebreitet habe, damit ich euch das besser zeigen kann. Ja. Ich fange zuerst mal an mit den Foundations. Da habe ich früher immer Soft and Natural von Essence benutzt. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass dieses Flüssig-Make-up mir nicht so gut gefällt, weil ich dann immer hier schreckliche Ränder habe. Und ich habe jetzt schon mit der 02 die hellste Farbe, die Essence da hat, die 01, keine Ahnung, die gab es irgendwie nie mehr dann bei uns. Die hatte ich früher immer. Und die 02 ist irgendwie, das ist nicht meins. Und deswegen benutze ich jetzt immer Soft Touch Mousse Make-up von Essence. Damit komme ich recht gut zurecht. Das hätte auch schon bald wieder alle. Da muss ich mal bald eine neue kaufen. Da habe ich die 04 Matt. Weil ich habe ja sehr helle Haut. Und damit komme ich auch sehr gut klar. Das lässt sich gut auftragen. Kann man auch ein bisschen unter die Augenränder verteilen. Also finde ich super. Und mit 3,25 oder 95 sowas in der Drehe ist es auch recht günstig. So, dann komme ich mal zu meinen Eyelinern. Da habe ich hier zum einen einen ganz einfachen. Den habe ich jetzt schon ein bisschen abgerunzelt. Den muss man wieder anspitzen. Der ist von LA Colors Brown Black Eyeliner Pencil, ganz einfacher. Dann habe ich hier noch einen weißen. Ellie Eyes Basin Kajal. Auch nichts Spektakuläres. Einen zum Rausdrehen. Von CMC. Keine Ahnung, den habe ich mal irgendwo ganz billig gekauft. Den benutze ich eigentlich auch nie wirklich. Also meistens benutze ich lieber solche Stifte da. Und dann habe ich jetzt noch diesen Sevilla, den ich euch schon mal gezeigt habe, der wie so ein Filzstift ist. Also mit dem komme ich am besten zurecht bis jetzt, muss ich sagen. Dadurch, dass das so schön spitz ist, kann ich einwandfrei die Augenlinie ziehen und top. Also mit so einem Stift, den hätte ich schon mir mal eher kaufen sollen. Da komme ich viel besser zurecht. Ja, und dann habe ich hier noch von Basic einen kleinen Augenbrauenstift, aber den benutze ich eher selten. Ja. Dann komme ich jetzt mal zu meinen Wimperntuschen. Dann habe ich zum einen zwei, die hat mir meine Oma geschenkt. Von Yves Rocher, die arbeitet da, also die arbeitet da, die bestellt da. Und die hat mir hier diese farblose, würde ich jetzt sagen, ist das? Ja, die benutze ich aber selten, sehr, sehr selten mal geschenkt. Und dann hier eine silbrige. Die finde ich eigentlich sehr schön, aber man muss ganz schön tuschen. Das kann man so über das Schwarz drüber machen, ist die eigentlich nicht schlecht. Meine allerliebste ever Mascara ist von Maybelline Jade. Die hat mir mal meine Mama gekauft, da habe ich mich riesig gefreut. Volume and Define Mascara für Volumen und Definition. Definition. Ja, das ist so eine Gummibürste hier und es sind auch so elastische Kämmchen dran. Und ich liebe diese Mascara. Wenn die immer alle wird, werde ich sehr traurig sein. Also es ist, die ist einfach fantastisch. Die ist sehr schön. Dann habe ich noch eine von Wet n Wild XXL Lush in Carbon Black. Die habe ich auch mal irgendwo für 3 Euro oder so gekauft, aber die ist auch nicht schlecht. Die hat ein bisschen ein dickeres Bürstchen. Damit komme ich eigentlich auch recht gut klar. Also, die ist auch sehr schön. Die macht sehr lange Wimpern. Also, XXL verspricht, was sie hält, für dieses Geld. Die hält für das Geld. und dann habe ich hier noch eine von Essence, die 01 Soft Black Multi-Effekt Mascara. Die habe ich eigentlich noch nicht so oft benutzt. Aber schön ist die auch. Die hat so ein bisschen so ähnliches Bürstchen wie die andere. Ja. Ja, das waren jetzt meine Mascaras. Dann komme ich jetzt mal zu meinen Lidschatten. Da muss ich euch jetzt aber gleich sagen, das sind jetzt nicht so viele solche gebackenen. Denn
Ich habe so einen Kasten, wo Lidschatten drin sind und noch Paletten. Und die benutze ich dann eigentlich meistens. Das sind jetzt nur die, die ich mir mal gekauft habe, weil sie mir gefallen haben oder wenn ich sie geschenkt bekommen habe. Da habe ich jetzt zum einen auch wieder eine von Yves Rocher, die habe ich eben geschenkt bekommen von meiner Oma. Ich finde aber sehr schön. Das ist mal aus einer Limited Edition bei Yves Rocher gewesen. Das ist so ein Lila und ein Gold. Das kann ich euch mal swatchen. So, hier wäre das Gold jetzt. Und das Lila. Also, die haben auch eine echt gute Pigmentierung, finde ich. Das ist eigentlich sehr schön, dieses Gold. Das ist, finde ich, kann man gut sehen. Ja, jedenfalls ist hier noch so ein kleiner Spiegel mit drin. Finde ich eigentlich richtig süß. Ja, kann ich nichts groß weiter dazu sagen. Dann habe ich noch eins, das habe ich auch mal von Yves Rocher geschenkt bekommen. Keine Ahnung, wann das war. Das ist auch schon Ewigkeiten her. Das ist auch ein Lila, aber ein helleres als das hier. Das wollte ich auch noch mal. So, das wäre jetzt das hier. Also ist jetzt nichts Besonderes. Einfach nur ein Lila. So, dann habe ich eins, das habe ich mal von meiner Freundin zum Geburtstag geschenkt bekommen. Das ist von LR Kosmetik. Die Nummer 6. Ja, da habe ich auch schon ein Düschtisch reingedutscht. Das ist auch ein Lila, ein Gelb, ein Braun und ein Hellblau. Die tue ich euch jetzt einfach mal hier bloß auf den Fingern. Das ist ein bisschen doof jetzt. Ja, so hier. Ich finde es nicht sehr schlecht. Aber, also optimal für die Tasche, aber ich weiß nicht, es sind jetzt nicht so meine Farben. Also ich weiß nicht, es ist schon schön, aber Lila habe ich ja eben hier schon tausendmal. Ansonsten Blau geht so und Gelb, naja, da kann ich auch Weiß bald drauf machen, so hell wie es ist. Und Braun ist nicht so meine Farbe. Also finde ich, da gibt es schönere jetzt, naja. Aber es war ein Geschenk und ein Geschenkengaul, schaut mir nicht ins Maul und deswegen zeige ich euch das jetzt hier mit. Also ich finde es ja nicht schlecht, so in diesem Vierer-Dings so klein und so für die Tasche und so zum Mitnehmen. Da ist es schon mal okay und dann benutze ich es auch. Also ist ja auch schon durch reingeduscht. So, und jetzt habe ich noch drei von Essence. Da habe ich zum einen mein Rot, das habe ich euch schon mal gezeigt. Das finde ich immer noch wunderschön. Also es ist wirklich tolles Rot. Die 44 It's Up to You. Ich liebe diese Farbe. Kann nur schwärmen, aber es liegt wahrscheinlich daran, dass ich generell Rot total toll finde. Und naja, manche würden jetzt sagen, roter Lidschatten, ja, aber ich kann nichts dazu sagen. Ich liebe ihn einfach. Dann habe ich hier noch einen. Es ist so ein Glitzer Glamour Braun mit ganz viel Glitzer gedönt. Dann tue ich euch auch mal swatchen. So, das ist ein wunderschöner Lidschatten mit Glanz wie Sau. Es geht schon bald ein bisschen ins Gold, so wenn man das so anguckt. Das ist die Nummer 35, Party All Night. Den finde ich wirklich auch sehr schön. Ist jetzt nicht so unbedingt tagestauglich, aber schön finde ich ihn total auch. Und mein dritter, den habe ich euch vielleicht auch schon mal gezeigt. Das ist dieser silberne hier. Finde ich auch ganz toll. Jetzt hier der zweite. Der glänzt wie Sau auf den Augen, aber ich finde ihn eigentlich sehr schön. Also ich habe den jetzt auch schon tagsüber getragen und ich finde, das geht schon recht gut. Es ist die Nummer 03 Starlight und ich finde jetzt eigentlich einen sehr schönen Lidschatten. Es ist halt jetzt wahrscheinlich, wer es mag, ne, so glitzerig, aber ich finde es sehr schön. Also ich mag Glitzer. Und ja. Finde ich also toll. Kann ich jetzt nicht dazu sagen, großartig, aber ich benutze eigentlich sehr gerne Glitzer-Lidschatten. Und ich bin auch von den Farben her jetzt nicht so gedeckt. Also ich mag es auch farbig. So, das waren meine Lidschatten. Wie gesagt, die anderen habe ich in Kästchen und in Paletten drin. Jetzt zeige ich euch mal noch meine Puder. Das eine kennt ihr ja schon aus meinem letzten Video von Revival de Luca Upper Fake Powder. Brauche ich jetzt nichts mehr dazu sagen. Das habe ich euch ja schon erklärt. Da kann ich euch nochmal meinen Link in die Infobox machen.
Dann habe ich noch jetzt mein Romantic Flower Highlighter Powder von Rival Loop mit dazu gepackt. Das habe ich jetzt auch schon ganz oft benutzt. Der ist jetzt schon ganz schön raus. Ich finde es sehr schön. Es passt gut zu meiner Haut, da es sehr hell ist. Und dann habe ich noch ein von Sunclub, die 01 Natural Powder. Das habe ich auch schon ganz oft benutzt, aber das ist schon bald ein bisschen zu bronzefarben für mich. Aber ich habe schon extra den ganz, ganz helles Ton genommen. Aber so richtig ist es noch nicht meine Hautfarbe. Aber ich fand es so schön damals, als ich es gekauft habe. Und deswegen habe ich das mitgenommen. Und jetzt habe ich noch ein Glitzerpuder für Hals und Dekolleté oder so. Oder um Highlights zu setzen. Das benutze ich nur sehr selten. Das ist auch von Yves Rocher. Aber es ist sehr schön. Es wird so aufgepudert und dann ein bisschen verteilt. Es glitzert halt sehr extrem, aber ich finde es sehr schön. Ich habe es mal geschenkt bekommen und ja, benutze ich halt manchmal ganz selten. Mal für abends oder so. So, jetzt fehlen ja nur noch meine Lippenstifte und meine Lipglosse. Da fange ich zuerst mal mit meinen Lippenstiften an. Da ist zum einen, den ich ganz sehr geliebt habe. Ist auch von Essence. Den gab es mal vor 100.000 Jahren oder so, keine Ahnung. Aber ich fand den so toll. Ich hatte da auch den Lidschatten, aber der ist schon lange alle. Das war mal wahrscheinlich eine Limited Edition. Da gab es noch mehr solche Frauen da drauf. Vielleicht habt ihr das ja schon mal irgendwann gesehen, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall die 04 Romantic Beauty. Und ich finde ihn so toll. Ich liebe diesen Lippenstift. Aber jetzt ist er ja so gut wie alle. Ich swatche ihn euch noch mal ein kleines bisschen so. Das ist so ein lila-rosa, eher lila. Und der glitzert auf den Lippen wie funkelnde Diamanten. Und das finde ich wirklich toll. Also ich habe noch keinen Lippenstift wieder gesehen, der diesen Bam-Glitzer-Effekt auf deinen Lippen gemacht hat. Ich weiß nicht, ich bin so sparsam damit, aber jetzt ist er ja wirklich so gut wie leer. Also macht mich ein bisschen traurig. Wenn ihr wisst, wo es noch so einen Bam in your face Glitzer Dingsbums Lippenstift irgendwie gibt, irgendwas so ähnliches, dann schreibt es mir mal oder sonst was. Ich habe diesen Lippenstift wirklich geliebt und jetzt ist er so gut wie alle und das macht mich ein bisschen traurig. Naja. Dann habe ich hier diesen Biokura Lippenstift. Die 65. Ich weiß jetzt auch, wo der her ist. Das ist von Aldi, aber das macht nichts. Ich bin sehr zufrieden mit diesem Lippenstift. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der so gut ist, obwohl der von Aldi ist, aber Discounter-Produkte sind wahrscheinlich doch unterschätzt. Ja, ist sehr schön auf den Lippen und der riecht auch sehr angenehm, muss ich sagen. Und der hält auch ganz schön lang und ich finde die Farbe ist einfach schön. Das ist so ein Rot-Orange. Nachdem wie die Sonne drauf scheint. Also finde ich eigentlich top. Ja, dann habe ich hier noch einen von Catrice. Die Nummer 050 Lovely Rose. Absolute Muse Tour. Keine Ahnung, vielleicht ist das eine Limited Edition gewesen. Ich habe den mal aus so einer Grabbelkiste gehabt. Und ich fand ihn sehr schön, auch die Verpackung hier, steht noch Catrice drauf und oben. Und es ist so eine, wie sagt man dazu, so eine Metall-Dingsbums hier, wie auch immer. Ja, und es ist auch eine wirklich schöne Farbe, es ist so ein richtiges Pink, Bam-Pink. Es ist sehr glänzig, ich finde es wunderschön. Ich kann euch nicht sagen, was er gekostet hat, keine Ahnung. Aber ein schönes Pink. So, dann habe ich jetzt noch diesen hier von Catrice. Die C20 Bird of Paradiso aus der Papagena Limited Edition, den ich mir leider zerstört habe. Bin ich eigentlich enttäuscht davon? Hatte ich mir mehr versprochen? Keine Ahnung, was ich mir da überlegt hatte. Ich dachte, es ist ja so ein bisschen so ein Dupe von diesem Maybelline, den es da gab, den ich so toll fand und deswegen hatte ich mir da eigentlich mehr von dem versprochen. Aber ich benutze ihn schon manchmal so ein bisschen als Unterlippenstift-Dingsbums oder Überlippenstift. Dann habe ich hier noch einen
Lippenbalsam von Essence, die 03 Strawberry Shine Shake. Ja, da habe ich noch ganz schön viel was drauf. Benutze ich auch selten, wenn die Lippen ein bisschen trocken sind oder so. Aber der riecht sehr gut nach Erdbeere. Und jetzt mein allerliebster Lippenstift ever. Oder ever, was heißt ever, seit es ihn gibt, sagen wir so. 50 Girls Reloaded. Die 01 Back to the 50s. Es ist einfach meine Farbe. Ihr werdet jetzt denken, die spinnt ja roten Lidschatten, roten Lippenstift und roten Nagellack. Aber ich kann nichts dafür. Ich bin dieser Farbe verfallen. Und ich bin so froh, dass ich sie bekommen habe. Ich überlege immer noch, es gibt ja noch diese... Na, ihr wisst schon. Und ich überlege hin und her, soll ich den Orangen noch kaufen oder nicht? Ich weiß es nicht. Ich finde ihn so schön. Andererseits, wann trage ich orange Lippenstift? Ich weiß es nicht. Naja. So, ein Lippenstift fehlt jetzt noch. Den habe ich verdattelt. Ich weiß nicht, wo der ist. Von M&Y. Dieses krass geile Pink, was ich euch auch schon mal in einem Video gezeigt habe. Es ist noch viel, viel pinker als das von Catrice. Ich liebe es. Und es ist weg. Ich muss es wiederfinden. Ja. Naja. Weiter im Text. Jetzt kommen meine Lipglosse noch. Ah nein, ich habe noch ein was vergessen. Ich habe ja noch ein Eye Pencil von CMC zum Rausdrehen. Das sieht schon ein bisschen abgefutzt aus. Aber eine nicht schlechte Farbe. Ist schon ein bisschen abgefutzt, aber das macht ja nichts. Die Farbe funktioniert trotzdem noch und ich finde es auch nicht schlecht. Es ist ein bisschen dezenter, also man kann es auch tagsüber tragen. Und dadurch, dass es so eine cremige Konsistenz hat, finde ich, hält es auch sehr gut auf den Augen. Keine Ahnung, das hat mal einen Euro oder was gekostet aus so einer Grabbelkiste auch. Aber es funktioniert. Man muss ja nicht immer die teuren Sachen kaufen. So, aber jetzt kommt meine Lipglosse. Da habe ich zum einen den Boom Bang Dingsbums Limited Edition In Your Face Dingsbums Lip Gloss 01 Mousse Marilyn, der die Lippen einfärbt irgendwie und angeblich noch länger hält. Also der wird von blau zu lila, nein, zu pink. Hab den jetzt auch schon ganz oft benutzt und ich freue mich auch, dass er jetzt ins feste Sortiment bei Essence kommt. Denn ich finde, es ist ein sehr schöner Lipgloss und das funktioniert wirklich. Diese Farbe brennt sich in deine Lippen ein und dann hast du den ganzen Tag pinke Knutschelippen. Auch wenn der Gloss schon längst weg ist. Und das finde ich eigentlich sehr schön. Erst wollte ich ihn mir nicht kaufen, aber ich habe dann mal so ein Video von Vorstadt Cinderella gesehen und die hat ihn so wärmstens empfohlen. Und da habe ich mir gedacht, gut, kaufst du ihn ja noch, bevor die Edition weg war. Und jetzt bin ich sehr glücklich damit. Ja, ich bin halt ein bisschen eine Märchentante, sorry. So, dann habe ich noch diesen hier, XXXL Shiny, die Nummer 15 True Love. Den habe ich euch auch schon mal gezeigt. Bin ich nicht so mehr zufrieden damit. Die Farbe gefällt mir zurzeit überhaupt nicht. Das ist so ein Rot. Ich habe zurzeit eben wieder diese Phase mit dem richtig Bäm-Rot. Und das ist so ein, naja, Herbst. Wenn der Herbst kommt, dann mag ich ihn vielleicht wieder. Mal sehen. Ja. Dann habe ich zwei von diesen Pfefferminz-Lipglossen. Einmal diesen Volume-Up-Minz-Dingsbums hier. Ohne Farbe. Den schmiere ich einfach meistens irgendwo oben drüber. Weil ich finde nicht wirklich, dass er diesen super dicken Lippeneffekt macht. Und den habe ich dann hier nochmal in Rot. In der 06 Crazy About You. Da finde ich ihn ein bisschen schöner. Da kann ich ihn nämlich über meinen roten Lippenstift auch gelegentlich drüber machen und dann glänzt das immer noch so ein bisschen. Und diesen Minzeffekt, das gefällt mir ja. Also diesen Lipgloss mag ich eigentlich sehr gern. Dann habe ich meinen Sugar Cantor Pinken Lipgloss von Avon, den ich mal geschenkt bekommen habe. Über den, dass ich den wiedergefunden habe, freue ich mich immer noch wie ein kleines Mädchen. Der riecht so schön. Ich wünschte, ihr hättet Geruchsvideo, damit ich euch das zeigen kann, wie schön der riecht. Also ein Lipgloss, der nach Schokolade riecht. Sowas habe ich noch nie gesehen. Und ich finde es einfach fantastisch. Aber
Ich glaube, den hat Avon nie wieder hergestellt. Ich habe keine Ahnung. Wer Avon von euch macht, kann mir ja mal was schreiben. Also, ich habe keine Ahnung. Dann habe ich noch meinen Kylie Minogue Lipgloss mit drin. Den benutze ich aber auch sehr selten. Denn ich weiß nicht, irgendwie ist die Farbe auch nicht so meins. Aber er riecht nach Bubblegum. Das gefällt mir wiederum. Deswegen habe ich ihn wahrscheinlich auch damals gekauft. Naja. Dann habe ich noch hier einen Lippenstift, den Lipgloss, den mag ich sehr, sehr gerne. Der ist von LR Cosmetic. Den habe ich zu diesem Dingsbums hier von meiner Freundin dazu geschenkt bekommen. Das ist so ein lila Dingsbumsfarbe. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt hier irgendwas seht. Ich finde diese Farbe sehr schön. Sie passt gut zu mir. Es ist ein sehr dezentes Farbe, eine sehr dezente Farbe und irgendwie hat mir diese Farbe was angetan. Ich weiß nicht, ich kann es euch nicht sagen, aber irgendwie gefällt sie mir sehr gut. Und dann kommt noch mein liebster Lipgloss eigentlich mit. Aber ich muss ihn mir einteilen, denn er ist fast alle aus der Eclipse Limited Edition von Essence. Die Nummer 01 Lunch at Cullens. Dieses Rot, ich habe es vorhin Winter getragen, nur jeden Tag. Es ist einfach die krasseste Farbe ever. Das ist so ein geiles Glitzerrot. Bam. Wow. Keine Ahnung, Rot. Aber ich habe es jetzt im Sommer nicht getragen. Im Sommer war jetzt eben die hellen Rottöne meins und im Winter so trage ich die dunklen Rottöne irgendwie. Ich bin da ein bisschen bekloppt, aber naja. Aber wenn jetzt bald der Herbst wieder losgeht und dann werde ich ihn wieder tragen, denn diese Farbe ist einfach nur toll. Und ich hoffe, dass Essence dieses Jahr wieder eine Twilight Breakdown dann Limited Edition rausbringt, wenn der Film kommt. Denn von der hier habe ich leider ganz wenig nur abbekommen. Nur diesen Lipgloss. Das fand ich ein bisschen schade. Ja. So, naja. Jetzt kommen noch zwei Lipglosser. Zum einen mein holographischer. Dieser helle. Den trage ich eigentlich sehr oft. Der ist sehr schön auf den Lippen. Holographisch ist er nicht, aber sehr glänzig. Die 03 Prismatic White. Ist eine sehr schöne Farbe. Kann ich nichts groß dazu sagen. Ja. Und mein liebster Lippenstift für unterwegs. Die 02 My Favorite Milkshake aus der Stay With Me Kollektion. Diese Farbe ist einfach sehr schön. Es geht schon so ein bisschen ins Nerd-Orange rein. Also ich finde es wirklich, ist ein sehr schöner Lipgloss. Ich möchte mir auch noch den ganz krass pinken davon kaufen. Und wenn diese XXXL neuen von Nerd Farben rauskommen, diesen neuen, möchte ich mir auch noch kaufen. Ja. Das war jetzt meine Kosmetik, die ich in meinem Köfferchen so drin habe, die ich eigentlich am häufigsten benutze. Ja, ich hoffe, es wird noch einiges dazukommen in nächster Zeit. Ich habe jetzt auch noch ein bisschen was ich bekommen habe von meiner Mama und was ich selber geschafft habe. Aber das zeige ich euch mal in einem späteren Video. Das ist jetzt noch nicht im Köfferchen gelandet. Und ansonsten, weiß ich nicht, hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Ich grüße dich, für die ich es gemacht habe und natürlich auch euch anderen, die mich immer fleißig angucken und ja, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns. Tschüss!